Nächste Frage hat der Reitschuster. Jetzt habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster, der das Statistische auf das Statistische Bundesamt verweist zum Thema Übersterblichkeit. Ja, mein neuer Bericht von der Bundespressekonferenz ist online, diesmal mit etwas Verspätung von der BPK vom Montag. Aber schauen Sie rein, allein schon die Antwort auf diese Frage ist es wert, dass Sie sich das anschauen. Es ging dann auch noch um andere Dinge, zum Beispiel um Mangel an Personal für die Intensivstationen und es ging um das Thema Flüchtlinge an der deutsch-polnischen Grenze. Wie immer inzwischen werde ich das nicht hier auf dem YouTube-Zensurkanal hochladen und ich bin allen sehr, sehr dankbar, die mir folgen, auf die zensurfreien Kanäle bei Rumble und bei Odyssey. Ich weiß, für einige ist es kompliziert, sich da anzumelden, habe ich auch Verständnis, aber einfach unten den Link drücken ist diesmal wirklich ganz, ganz einfach und mit einem einfachen Mausklick ärgern Sie Monopolisten, ärgern Sie die Zensoren und zeigen, dass Sie das nicht mit sich machen lassen. Vielen, vielen Dank. Schauen Sie wieder rein. Ja, und übrigens, es gibt jetzt auch T-Shirts und Tassen und vieles andere mit der Aufschrift meiner Seite. In Kürze dazu mehr. Im Moment oben rechts der Klick, wenn es Sie interessiert. Und damit wir noch schön diskutieren können, habe ich jetzt noch nach dem Intro bzw. Outro, also dem Abgesang, hier etwas von der Bundespressekonferenz reingeschnitten. Da können wir dann einfach uns noch im Chat ein bisschen unterhalten. Vielen Dank, alles Gute, bis gleich auf Rumble und auf Odyssey, auf den zensurfreien Plattformen zeigen wir den Zensoren, was wir von ihnen halten. Danke. Nächste Frage der Reitschuster. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Herr Seibert hat etwas mitgebracht und hat das Wort. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte noch einmal auf... Ach so, das ist ja hier das Corona-Mikro. Das ist nur hier das Übernächste. Entschuldigung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte noch mal auf die entsetzliche Mordtat in Großbritannien am Freitag eingehen. Der Mord an dem britischen Abgeordneten Sir David Amess ist ein Schock und ich möchte für die Bundesregierung unsere Betroffenheit und Trauer ausdrücken. Amess wurde, wie Sie wissen, bei einer Bürgersprechstunde in seinem Wahlkreis getötet, also direkt in Ausübung seines demokratischen Amtes. Und wir alle wissen, wie wichtig der direkte Kontakt zwischen Gewählten und Wählern ist. Die Ermittlungen dauern natürlich noch an, aber es gibt Hinweise, dass es die Tat eines zu islamistischem Hass radikalisierten Mannes gewesen ist. Solcher Extremismus ist scharf zu verurteilen, wie auch die zu verurteilen sind, die im Netz dazu aufrufen oder solchen Hass schüren. Unser Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden des Ermordeten. Und dem britischen Parlament insgesamt, denn wir haben nicht vergessen, dass vor einigen Jahren erst mit Joe Cox eine weitere Abgeordnete bei der Wahlkreisarbeit ermordet worden war. Die Bundeskanzlerin und andere Mitglieder der Bundesregierung, auch der Bundespräsident, haben in der Vergangenheit ja vielfach darauf hingewiesen, dass auch in Deutschland Menschen, die sich auf den verschiedenen Ebenen aktiv für unsere Demokratie einsetzen, Lokalpolitiker und andere, immer häufiger bedrängt werden, verbalen Attacken, auch gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt sind, bis hin zum traurigen Tiefpunkt, dem Mord am Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Und alle Demokraten müssen sich dem entgegenstellen, müssen klare Grenzen ziehen, wie politische Auseinandersetzungen zu führen sind und wo inakzeptable Gewalt anfängt. Das wollte ich aus diesem Anlass sagen. Gibt es dazu Fragen? Ich würde gerne noch mal ans Innenministerium einfach nachfragen nach konkreten Zahlen, wenn von einem Kollaps die Rede ist. Also wie viele sind denn seit August über die deutsch-polnische Grenze gekommen und wie hat sich das vielleicht auch in den vergangenen Tagen oder der vergangenen Woche entwickelt, um da mal die Dimension sich vorstellen zu können? Ja, also wie wir bereits letzte Woche vorgetragen haben, sind seit August ca. 4.500 illegale Grenzübertritte an der Grenze festgestellt worden. Und das ist, um nochmal nachzufragen, kontinuierlich oder gibt es da in den vergangenen Tagen nochmal eine Verstärkung?
Also ich kann Ihnen jetzt ad hoc die Zahl sagen, die wir seit August festgestellt haben, weil seit August insgesamt einfach ein erhöhtes Aufkommen aufgetreten ist. Ob wir da gegebenenfalls irgendwie einen kleineren Abschnitt berichten können, das müsste ich prüfen und dann nachreichen.